ihr geliebten Brüder und Schwestern im Herrn. Wir stehen ja, also jetzt gerade, wo ich spreche, stehen wir vor der Weihnachtszeit. Und ich vertraue, dass dieses Weihnachten nicht sich um Geschenke dreht, nicht um das Bekommen, sondern um das Geben. Wir haben in diesem Jahr hunderte von Familien segnen dürfen. Mit Essen, mit Hühnern, mit Decken zum Schlafen. Und es bringt solche Freude, wenn wir geben, geben, geben. So, bitte überlegt euch, wen könnt ihr glücklich machen diese Weihnachten? Mit einem Liebesbrief, mit einem Brief, einem Dankesbrief, mit einem Brief der Ermutigung, mit einem Buch. Übrigens, meine Lebensgeschichte wurde jetzt von einer Autorin als Novelle, als Roman geschrieben und ist jetzt erhältlich bei Amazon und heißt Das Senfkorn. Es ist meine Geschichte in Romanstil geschrieben, aber am Ende ist das Lebensübergabegebet. Außerdem sind 4 Büchlein jetzt herausgekommen beim SCM Verlag. Darunter ist auch eines, das heißt, ich bin und bleibe 33 Jahre, weil Jesus mein Leben ist, der Rest ist Lebenserfahrung. Das andere geht um Sorge. Also es sind 4 Büchlein, die immer ein eigenes Thema behandeln. Aber ihr könnt es beim SCM Verlag nachsehen und bestellen. Und es sind nette Geschenke. Wisst ihr, in unseren Tagen müssen wir wuchern mit den Medien und mit unseren Büchern. Denn die Leute haben Zeit, die Leute sind fragend und die Leute brauchen Wegweisung. Also noch einmal, ich wünsche euch die besinnlichsten Weihnachten, wo Jesus ganz neu in dir Raum bekommt, wo er in dir empfangen wird, nicht in einem Stall, sondern in einem Palast, in einem Herzen, das rein ist, in einem Herzen, das hundertprozentig ihm gehört. Okay, danke, danke. Shalom, Shalom. Und wenn der Herr zu euch spricht, kommt zu uns nach Afrika. Alles Liebe. Shalom.